Nach diesem theoretischen Exkurs, hier sind wir nochmal bei der Zeile, bei der wir stehen geblieben waren, werden wir jetzt annehmen, dass die A-Priori-Verteilung für Sigma bis auf eine Proportionalität die Form hat 1 durch Sigma. Also wir benutzen diesen logarithmischen Prior. So, und jetzt haben wir hier auf der rechten Seite, wenn Sie da alles einsetzen, also für die Likelihood-Funktion, diesen ganzen Ausdruck, der in dem Kasten steht, für die A-Priori-Verteilung von μ eine Konstante und für die A-Priori-Verteilung von Sigma unser logarithmischer Prior, 1 durch Sigma. Das müssen Sie dann alles integrieren über Sigma von 0 bis unendlich. Das ist jetzt eine Rechnung, die ich Ihnen erspare, aber das ist auch eine gute Übung, das ist nicht so schwer. Das sollten Sie mal zu Hause probieren. Dann zeige ich Ihnen mal, was dieses Integral liefert. Das liefert wiederum bis auf einen irrelevanten Vorfaktor, der nicht von μ abhängt, liefert das einen recht einfachen Ausdruck. Ja, das ist 1 durch diese eckige Klammer hoch n halbe und in der eckigen Klammer steht 1 plus, und haben Sie μ minus x quer zum Quadrat durch die Stichprobenvarianz von Ihrer Variablen x. Ja, also x quer ist wieder das Stichprobenmittel, Varianz von x ist wieder die Stichprobenvarianz. Also, da landen Sie jetzt nach diesen ganzen Überlegungen und nachdem Sie das integriert haben, landen Sie wieder bei einer Wahrscheinlichkeitsverteilung für μ. Aber Sie sehen, im Gegensatz zu dem Fall, wo das Sigma bekannt war, ist das jetzt keine Gauss-Verteilung mehr. Es ist keine Gauss-Verteilung mehr für μ, sondern hat diese etwas andere Form. Ziemlich andere Form sogar. Jetzt genauso wie wir bei der Gauss-Verteilung dann Variablen transformiert haben, um die Gauss-Verteilung abzubilden auf eine Standardnormalverteilung. Also wir sind von dem μ übergegangen zu dem z. Führen wir jetzt hier auch eine Variablentransformation durch und wir gehen über von μ zu einer neuen Variablen, die heißt jetzt t. Und die ist folgendermaßen definiert, das ist μ minus x quer, also soweit genauso wie auch bei dem z, ja, μ minus x quer. Aber jetzt teilen wir nicht durch Sigma durch Wurzel n, das Sigma kennen wir ja sowieso nicht, sondern wir teilen durch etwas anderes. Wir teilen durch die Wurzel aus der Stichprobenvarianz. Das ist auch wieder so ein bisschen was wie Sigma, ne? Eine Standardabweichung. Und dann geteilt durch n minus 1, also nicht n, sondern n minus 1. Das ist unsere neue Variable. Wenn wir das mit Hilfe dieser Variable ausdrücken, dann hat die Verteilung folgende Form. Das ist also 1 durch diese eckige Klammer. In der eckigen Klammer steht jetzt 1 plus und aus dem μ minus x quer Quadrat und so weiter wird jetzt ein t Quadrat. Und weil wir in der Definition von t noch dieses n minus 1 hinzugenommen haben, müssen wir das jetzt nochmal extra davor schreiben, damit sich das wieder weghebt. Vorfaktor 1 durch n minus 1. Und die ganze eckige Klammer wird potenziert mit n halbe. Und das will ich jetzt mal umschreiben in n minus 1 plus 1, also letztlich doch wieder n, durch 2. Das hat den Hintergrund, dass man das n minus 1 bezeichnet als die Anzahl der Freiheitsgrade, also hier als klein n bezeichnet. Das ist gerade die Größe der Stichprobe minus 1, die Zahl der Freiheitsgrade ist um 1 kleiner als die Größe Ihrer Stichprobe. Also wenn man es dann so ausdrückt, haben Sie 1 durch, in Klammern, 1 plus 1 durch klein n t Quadrat
und das Ganze hoch n plus klein n plus 1 halbe. Und diese Verteilung, ja, also erinnern Sie sich, bei festem Sigma hatten Sie hier nach der Koordinatentransformation, der Variablentransformation, eine Standardnormalverteilung für z. Und jetzt haben Sie diese Verteilung für t. Und diese Verteilung nennt man Student-T-Verteilung mit n Freiheitsgraden. Ich zeige Ihnen mal, wie diese Student-T-Verteilung aussieht. Hier ist nochmal die Formel angegeben für die Student-T-Verteilung. Also wir haben irgendeinen Normierungsfaktor, der ist jetzt hier an genannt. Wir hatten auf der vorherigen Seite einfach ein Proportionalitätszeichen. Und dann genau die Form, die Sie gesehen haben auf der vorherigen Seite. Ja, 1 durch 1 plus t² durch n hoch n plus 1 halbe. Die sieht ungefähr so aus, ist natürlich normiert, also die Gesamtfläche unter der Kurve ist 1. Die sieht einer Gauss-Verteilung gar nicht so unähnlich. Und tatsächlich ist es so, wenn die Zahl der Freiheitsgrade groß wird, und das bedeutet ja, dass auch die Stichprobe groß wird, ist ja einfach nur ein Unterschied von 1. Ja? Also wenn die Stichprobe und damit die Zahl der Freiheitsgrade groß werden und so als Faustregel 30 oder mehr, dann nähert sich diese Student-T-Verteilung immer mehr der Standard-Normalverteilung an und dann können Sie das auch annähern durch eine Standard-Normalverteilung. Also hier auf der rechten Seite ist mal verglichen die Student-T-Verteilung für zwei Freiheitsgrade, klein n gleich 2, mit der Standard-Normalverteilung. Und Sie sehen, die sind schon ziemlich ähnlich und je größer Sie das n wählen, umso mehr nähert sich das der Standardnormalverteilung an. Ich zeige Ihnen nochmal so ein paar Kenngrößen der Student-T-Verteilung. Also die ist symmetrisch um t gleich 0, hat dementsprechend auch den Erwartungswert, den Mittelwert bei 0. Das jetzt ab zwei Freiheitsgraden. Also wenn Sie nur einen Freiheitsgrad haben, das heißt, hieße ja eine Stichprobe von der Größe 2. Also die Stichprobe, bei so einer kleinen Stichprobe können Sie den Mittelwert nicht sinnvoll definieren. Also ab zwei Freiheitsgraden, also ab einer Stichprobengröße von 3, existiert ein Mittelwert für die Student-T-Verteilung und der ist 0. Die Varianz der Student-T-Verteilung, die ist n durch n minus 2, das ab 3 Freiheitsgraden ist das sinnvoll definiert. Da sehen Sie schon, wenn jetzt die Zahl der Freiheitsgrade sehr groß wird, dann ist n durch n minus 2, das nähert sich der 1 an. Genauso wie bei der Standardnormalverteilung. Die Standardnormalverteilung ist ja definiert mit Varianz 1. Ja, also auch Sie sehen diese Kenngröße der Student-T-Verteilung, die nähert sich dem gleichen Wert an wie für die Standardnormalverteilung. Wir müssen in diesem Zusammenhang noch eine weitere Größe einführen, eine weitere Bezeichnung. Wir hatten ja schon die Stichprobenvarianz definiert in der Vergangenheit. Das hatten wir als Varianz von x bezeichnet oder hatte ich bezeichnet. Und das war einfach das arithmetische Mittel der Abweichungsquadrate vom Stichprobenmittel. Auf Englisch nennt man das die Population Variance und genauer gesagt sollten wir das die unkorrigierte Stichprobenvarianz nennen. Das ist die, die wir bisher kennengelernt haben und bisher verwendet haben. Es gibt dann noch eine sogenannte
korrigierte Stichprobenvarianz und die unterscheidet sich einzig und allein dadurch, dass sie nicht durch n teilen, sondern durch n minus 1 teilen. Ja, so bilden auch wieder die Summe der Abweichungsquadrate vom Stichprobenmittel, aber sie teilen nicht durch die Stichprobengröße, sondern die Stichprobengröße minus 1, und das ist ja gerade die Zahl der Freiheitsgrade. Also sie teilen durch die Zahl der Freiheitsgrade. Und die auf diese Weise definierte Größe nennt man die korrigierte Stichprobenvarianz. Die beiden unterscheiden sich gerade durch einen Umrechnungsfaktor n durch n minus 1. Da dieser Faktor n durch n minus 1 immer größer ist als 1, ist die korrigierte Stichprobenvarianz immer größer als die unkorrigierte. Und auf Englisch hat diese korrigierte Stichprobenvarianz den Namen Sample Variance. Ja? Also auf Deutsch unkorrigiert versus korrigiert, auf Englisch Population Variance versus Sample Variance. So, und mit Hilfe dieser korrigierten Stichprobenvarianz können wir die Transformationsformel, also die t mit μ in Beziehung setzt, noch ein bisschen anders schreiben. Wir hatten das definiert im Nenner mit Hilfe von Wurzel aus unkorrigierter Stichprobenvarianz geteilt durch n minus 1. Das ist aber dasselbe wie Wurzel aus korrigierter Stichprobenvarianz durch n. Die Wurzel aus der, die korrigierte Stichprobenvarianz hatten wir s² genannt und die Wurzel daraus ist s. Wir haben also im Nenner dann s durch Wurzel n. Und das sieht wieder ganz ähnlich aus wie wie der Zusammenhang zwischen μ und z, wenn wir zur Standardnormalverteilung gehen. Da hatten wir also bei vorgegebenem Sigma, da hatten wir die Formel z gleich μ minus x quer geteilt durch Sigma durch Wurzel n. Und jetzt haben wir μ minus x quer geteilt durch s durch Wurzel n. Also sie haben die gleiche Form und hier nimmt das s die Stelle des Sigma ein. Ja, also ein Vorteil dieser Schreibweise ist, dass sie das jetzt in eine Form gebracht haben, die der vorherigen Form bei bekanntem Sigma sehr ähnlich sieht. Mit dem einzigen Unterschied, dass sie jetzt anstelle von Sigma die korrigierte oder die Wurzel aus der korrigierten Stichprobenvarianz, also dieses S, haben. Und was wir gelernt haben, ist, dass diese transformierte Variable t einer Student-t-Verteilung gehorcht mit Groß n minus 1 Freiheitsgraden. Ja, also nochmal die Gegenüberstellung. Wir sehen das gleich auch nochmal in der Zusammenfassung. Bei bekanntem Sigma transformieren Sie das μ in die Variable z. Die ist definiert im Nenner mit Sigma. Und die Variable z gehorcht, genügt einer Standardnormalverteilung, folgt einer Standardnormalverteilung. Bei unbekanntem Sigma definieren Sie oder transformieren Sie das μ in die Variable t. Die Formel sieht genauso aus, nur dass Sie im Nenner s haben statt Sigma. Und diese Variable t folgt nicht einer Standardnormalverteilung, sondern einer Student-t-Verteilung mit n minus 1 Freiheitsgraden. Hier ist es nochmal gezeigt. Ja, also Sie haben auf der horizontalen Achse diese transformierte Variable t. Und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist eine Student-t-Verteilung mit
groß n minus 1 Freiheitsgraden. Das ist verknüpft mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für das μ über diese Variablentransformation. Das entspricht einfach einer Verschiebung und Reskalierung, also Stauchung oder Streckung längs der horizontalen Achse. Das heißt, wenn Sie das wieder zurück übersetzen in eine Verteilung für μ, dann ist μ zentriert oder ist diese Verteilung für μ zentriert um das Stichprobenmittel x quer, also genauso wie auch in dem Fall der Gauss-Verteilung. Und die Breite ist jetzt nicht von der Ordnung, von der Größenordnung Sigma durch Wurzel n, sondern s durch Wurzel n.